Als nächstes zu Wort gemeldet hat sich Frau Bundesrätin Sandra Kern. Am Wort ist nun Sandra Kern von der ÖVP aus Niederösterreich. Sehr geehrter Herr Präsident, werter Herr Minister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Als Arbeitnehmervertreterin darf ich bei diesem Antrag mich kurz zu Wort melden. Die betroffenen Bank Austria-Mitarbeiter dürfen nicht diejenigen sein, die aus Sparzwängen durch die Finger schauen. In Österreich gilt noch immer ein Vertrauensschutz, der auch für die Bankmitarbeiter gilt. Die Verunsicherung der Bediensteten muss ein Ende haben. Daher ein Danke an den Herrn Minister für seine Klarstellungen. Ich glaube, wir alle sind hier mal der gleichen Meinung, eine Bank darf sich weder am Rücken der Mitarbeiter noch am Rücken der Steuerzahler sanieren. Wenn man den Medienberichten Glauben schenkt, gibt es hier ein paar Ungereimtheiten und die gilt es zu prüfen. Arbeiterkammer, BVA und Sozialministerium meinen alle, dass dieser Pensionsübertritt nicht möglich sei. Gleichzeitig liest man, dass Auflösung des bankeigenen Pensionssystems zentraler Sparplan der Bank Austria ist. Auch ich bin der Meinfried von Direktor Winfried Bengera, dass sich eine Bank nicht auf Kosten der Steuerzahler sanieren darf. Gleichzeitig ist die BVA der Ansicht, dass es sich in diesem Fall, so wie es schon der Herr Minister angesprochen hat, nicht um ein Ausscheiden der Bediensteten aus dem Dienstverhältnis handelt. Somit fehlt dieser Gesamtumstellung von 3.300 Mitarbeitern die Rechtsgrundlage. Wir müssen uns das genau anschauen. Sollte es eine Gesetzeslücke geben oder unklare Definitionen, müssen wir gemeinsam mit Sozialministerium, Finanzministerium und auch der BVA für Klarheit sorgen. Wenn 3.300 Beschäftigte in einem Schwung ins ASVG-System transferiert werden und sich dann die Bank zig Millionen erspart, muss man einfach genauer hinschauen. Ich halte es auch mit unserem Finanzminister. Auch das Finanzministerium hat angekündigt, den Transfer genau zu prüfen. Danke. Auch Sandra Kern von der ÖVP Niederösterreich ist der Meinung, dass der Pensionsübertritt der Bank Austria Pensionisten in die ASVG rechtlich nicht möglich sei und schließlich damit der Meinung der FPÖ, die diese dringliche Anfrage zu dem Thema des Pensionstransfers von der Bank Austria Pensionisten in die ASVG eingebracht hat, an.